Herzlich willkommen zur Filmschau Nummer 107. Hier wird nicht geschummelt, nicht genügend setzen. Jetzt muss ich doch tatsächlich nachsitzen und einen Multiple-Choice-Test lösen. Welchen Beruf übt Frau Müller in dem neuen Film von Sönke Wortmann aus? Erstens Tierpflegerin, zweitens Lehrerin, drittens Prostituierte, viertens Astronautin. Da schaue ich doch ganz einfach mal in den Trailer. Tag zusammen. Tag, Frau Müller. Wir haben kein Vertrauen mehr in Ihre pädagogischen Fähigkeiten. Also haben wir die Entscheidung getroffen, Ihnen nahezulegen, die Klasse abzugeben. Frau Müller, das sind Kinder und die sind total terrorisiert. Und ich auch. Wir wissen, dass Sie eine Therapie machen. Ich muss zur Physiotherapie. Man wird ja wohl noch Rückenschmerzen haben dürfen. Fassen Sie sich gefälligst an Ihre eigenen Nasen, bevor Sie mich hier für Ihre Fehler verantwortlich machen. Jetzt hat sie mir sogar das Smartphone weggenommen und ich muss nachstehen unter verschärften Strafbedingungen. Außerdem muss ich ein Kurzreferat über Sönke Wortmann halten. Na, wenn's weiter nichts ist. Der deutsche Regisseur ist ziemlich fleißig. Nach seiner Bestsellerverfilmung Schoßgebete lässt er gleich die Verfilmung eines Bühnenstücks folgen, das wie die deutsche Antwort auf Der Gott des Geschnetzels gilt. Was? Ach so, Gemetzel heißt das. Ja, dann rede doch wenigstens etwas deutlicher beim Einsagen. Frau Müller? Frau Müller! Hallo? Was kann ich denn dafür, dass deine Tochter zu blöd für sowas ist? Meine Tochter ist nicht blöd! Wenn es um Konflikte geht, wird das hier immer unterirdisch. Ist das so eine Art Arbeiter- und Bauern-Spätschein auf eurer Genkarte oder woher kommt das? Ich werde nicht auf Hartz IV landen, nur damit der Junge jemanden hat, mit dem er Fußball spielen kann. Weil ich wieder geschummelt habe, bin ich jetzt zum Nachhängen verurteilt. Ich wusste gar nicht, dass solche Erziehungsmethoden noch erlaubt sind. Im Vergleich dazu ist der Frau Müller eine geradezu vorbildliche Pädagogin, obwohl sie einige Eltern von sogenannten Problemkindern rausekeln wollen. Das resultiert dann in einigen Wortgefechten, pointenreich und pointiert, und auch die Fäuste sprechen ein bisschen mit. Das alles ist zwar auf deutsche Bildungsverhältnisse zugeschnitten, aber alle elternabendgeschädigten Österreicher und Österreicherinnen werden ebenfalls ihre helle Freude haben. Das wundert mich überhaupt nicht, dass dein Kind so richtig einen an der Waffel hat. Könnte ich bitte noch einmal deine wunderschönen Brüste sehen? Seit wann sind Eltern denn objektiv? Was ist das denn für ein Bockmist? Im Grunde genommen machen wir das in Frau Müllers Interesse. Ich suche Frau Müller. Im Wasser? Jetzt habe ich mir doch einen Strafnachlass ausgehandelt, weil ich mit Amnesty International gedroht habe. Ich muss nur noch 5000 Mal ein Wort auf diese Tafel schreiben.